So, geh weg. Komm wieder. Let's go. Hab keine Zweifel. Was tut dieser Mann? Unsere schiere Existenz. Töte die. Nein, falsche Waffe. Oh. So, jetzt lebt er wieder. Richtige Waffe ausweckt. Das ist so nervig, ne? Oh Mann. Oh. Sorry. Wer hat das getan? Niemand. So, jetzt gehst du wieder weg und kommst gleich wieder. Das kann ja nicht so ewig dauern. Jetzt kommst du wieder. Zeigt euch! Was ist der arme Seele wieder fahren? Wer könnte das? Ach, das ist furchtbar. Das ist ein böses Omen. Zeig mich nur dem hier oben, ja? Ein Mörder auf freiem Fuß. So, ich mach hier mal einen. So. Wer könnte das getan haben? Ich auch hier ein bisschen rollen, oder? Das nächste muss ich den da kaputt machen, ne? Was ich mache, auf die Schnauze fliegen, siehst du doch. Ich bin nah an der Grenze. Jetzt gucke ich mal, wie der sich verhält hier. Okay. Nichts ist verwerflicher als dem Gesetz. Dann geht er nach da. Denn das Gesetz wurde uns von Gott selbst gegeben. Dann guckt er nach da. Nach da möchte ich nicht, dass er guckt, das ist blöd. Es zu brechen heißt, seinen Namen zu schänden. Und es gibt. Nach hier gucken ist noch viel blöder. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du nach genau in die andere Richtung guckst. Dich also noch zweimal drehst. Ja, noch einmal. Komm, schaffst du. Nichts ist verwerflicher als dem Gesetz den Rücken zu kehren. Denn das Gesetz wurde uns von gepriesen wäre sein Name. Es zu brechen heißt, seinen Namen zu schänden. Und es gibt keinen schlimmeren Frevel als das. War ich nicht. Majdadin versteht. Er setzt alles daran, die Ungläubigen unter uns auszumerzen, auf dass wir ein rechtschaffenes Leben führen. Das ist jetzt der da oben, der letzte. Wir alle haben Dunkelheit im Herzen. Jeder Tag ist ein Ich muss wissen, wie der sich bewegt. Stark in unserem Glauben zu bleiben. Aber wir sind nur Menschen. Wir können schwanken. Wenn ich nicht weiß, wie die sich bewegen, ist doof. Majdadin ist hier, um uns selbst in diesem Fall auf den rechten Weg zurückzuführen. Legt Zeugnis ab, und er wird Gnade walten lassen. Aber liebt oder verbergt ihr euch, werdet ihr gefunden und zur Rechenschaft gezogen. Hütet euch vor euren Menschen, die wir am besten zu kämpfen glauben. Was habe ich euch getan? Hey, ich mach doch schon gar nichts hier. Guten Tag. Tretet nur vor, damit er ihren Namen erfährt. Nichts ist ich muss nur noch zu diesem Typen kommen, ne? Den Rücken zu kehren. Ja, aber dann bin da. Wurde uns von Gott selbst gegeben. Da kann ich nicht her. Gepriesen werde sein Name. Gepriesen werde sein Name. Hier rüber, bitte. Seinen Namen zu schänden. Und es gibt keinen schlimmeren Frevel als... Was bringt ihn dazu, das zu tun? Ja, ich bin gläubig, ich muss das tun, das ist mein Glaube. Danke. Das war knapp. Ich beginne zu verstehen, was Mualiman euch findet. Mich deucht, ihr seid wegen Majdadin hier, ja? Dann interessiert euch vielleicht, dass er seine Gefangenen vor der Exekution gerne belehrt.
Dabei kehrt er der Menge den Rücken zu. Das sollte der perfekte Moment sein, um zuzuschlagen. Nun, ich muss mich um meine Männer kümmern. Wir haben unsere eigenen Ziele zu erfüllen. Ja, aber wenn jemand hinrichten möchte, ist er nicht so sympathisch, finde ich, ja. Jetzt gehen wir aber mal eben hier den Bürgern helfen und danach zur Befragung. Jetzt kann ich endlich die Waffe wieder wechseln. Die DNA unten füllt sich langsam. Komm. Und der nächste, bitte. Immer nur der, der möchte. Sie haben sich für diesen Job entschieden. Hätten Sie einen anderen gewählt. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Das ist gut, danke. Jetzt gehen wir nach der Befragung. Oh je. Das sind Wachen. Wesen. Hä? Ach, das ist hier dieses. Ey, ja. Ja, nein, ich bin nicht so hoch. Wir alle haben Dunkelheit im Herzen. Jeder Tag ist ein Kampf, um stark in unserem Glauben zu bleiben. Aber wir sind nur Menschen. Wir können schwanken. Wir können fallen. Mazdavin ist hier, um uns selbst in diesem Fall auf den rechten Weg zurückzuführen. Legt Zeugnis ab. Und er wird Gnade walten lassen. Alles gleich, legt Zeugnis ab. Flieht oder verbergt ihr euch, werdet ihr gefunden und zur Rechenschaft gezogen. Es ist keine Schande, Namen zu nennen, die Namen derer, die das Gesetz brechen. Ohne unseren Glauben sind wir nichts, ohne seine Regeln und seine Leitung. Diese zu missachten, heißt den zu missachten, der uns alle leitet. Ein solches Verhalten kann nicht geduldet werden. Ja, klar. Ja, geh doch bitte. Oh nein, jetzt ist er wieder so verschoben. Das ist ganz blöd. Genug. Ich atme noch. Also dürstet es euch nach mehr als nur meinem Leben. Was ist es? Kennt ihr Mazdavin gut? Besser als die meisten. Er scheint mir ein wenig zu rechtschaffen. Ist ihm das Gesetz wirklich so wichtig? Nein. Was glaubt ihr? Ich glaube, er verbirgt etwas. Und ist es nicht. Ihr werdet mir davon erzählen. So wie kann ich verraten. Es ist ein Deckmantel. Männer wie wir. Wir sollen Angst verbreiten, den Leuten das Fürchten beibringen. Ja, mach das doch auch. Wer tötet, sind keine Verbrecher, aber gefährlich sind sie allemal. Ach so, na gut. Gefährlich für wen? Für seine Pläne, ihre Pläne, ja. Nett. Er spricht von anderen, mit denen er zusammenarbeitet, für die er arbeitet. Für die er arbeitet, das ist schon. Aber sie brauchen diese Stadt. Sie zu kontrollieren bedeutet ihnen viel. Warum? Das müsst ihr ihn selbst fragen. Geht zu einer seiner Hinrichtungen. Dort ist er am gesprächigsten, wenn er sich ans Volk wendet. Die Hände voller Blut. Dann sind wir fertig. Okay. Ich muss gestehen, das war jetzt hier nicht so mein Plan. Im Moment, ich muss hier einmal ein bisschen rein und raus tabben, weil ich muss ja irgendwie das Fenster wieder vernünftig schieben hier. Wieder vernünftig spielen kann. Gebelkabel! Ihr könnt nicht fliehen!
Und das müsste jetzt der Fall sein eigentlich. Ey, warum greife ich mich an? Ja, dann lauf weg. Aber nerv mich nicht. Ja, dann gehen wir doch direkt zu dem Aussichtspunkt hier vorne. Würde ich sagen, weil der ist ja direkt hier. Die Frage, wie ich da rüberkomme. Ne? Oh. Ich wollte nicht lieber weglaufen. Guck mal, du zückst doch schon hier. Ich denke, ihr seid in Richtung gewöhnt. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier hochkommen. Nein, hier geht's nicht hoch. Okay, gut dann. Nein, ich möchte nicht dahin. Da möchte ich hin. Ja, genau. Ja, ich brauche auch Nahrung. Oh nee, du meckerst mich jetzt wieder an, ne? Ihr seid hier nicht erwünscht. Ja, doch, bin ich. Wie konnte das passieren? Ihr seid hier nicht erwünscht. Ich habe Erlaubnis. Ich möchte nur meine Karte aktualisieren. Ja, also das ist alles vollkommen abgesprochen, was ich hier gerade tue. Ja. Komm, lass mich doch einfach in Ruhe gerutschen unten. Du glaubst gar nicht, wie unglaublich nervt du gerade bist, ne? So, dann wollen wir mal gucken. Dann würde ich sagen, machen wir den Burger hier und helfen dem. Und oh mein Gott, regnet das gerade hier krass. Dann kümmern wir uns erstmal um den Burger hier. Und dann gehen wir. Ach, ja, natürlich. So, ja, jetzt nehmen wir erstmal den hier. Weil das fängt nämlich nicht ab, wenn jetzt wieder einer entführt werden soll. Ja, ich sehe nichts. Oder echt total viel, je nachdem. Komm, ist schwierig. Ach Mann, falsche Taste. Ja, komm. Falsche Taste. Aber immerhin greifen nicht mehr. Also, sie machen mir damit keinen Schaden. Nächster bitte. Ah, ich hab mir gedacht. Oh, hoppala. Ey! Kannst du hier dein Schwert benutzen, ne? Na komm. So, da wollen wir mit der gnädigen Dame prüfen überhaupt. Wer hat gesehen, was ihr geschafft? Da drüben! Ach nee, ja. Als Wirt, Ungläubiger! Wohin kommt ihr nicht? Ich möchte nur mit der Frau reden. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ja, kein Ding. Ich schulde euch meine Freiheit, Freunde. Eine Schuld, die ich zu begleichen gedenke. Das mag sein, aber das schafft ihr. Wollen wir mal hier gucken, was hier ist, ja? Machen wir denn die Mission? Where is the mission? Puh, was ist das überhaupt für ein Ding? Ja. Hier wieder, Großmeister? Ja, klar. Sicherheit, ich bin der Großmeister. Ich bin immer so froh, euch zu sehen. In diesen furchtbaren Zeiten fordern Sie, dass ich mich beweise. Dann beweise doch. Ich fühle mich so wertlos neben euch. Ich muss zwei von Majid Adins Leuten töten, aber ohne Kampf.
würdet ihr mir den Weg zeigen. Ich würde euch ewig dankbar sein. Ja, wenn du es mir genau nachmachen kannst, dann... eine Geschichte erzählen. Gut, dann wollen wir mal gucken, wo die sind, ja? Die sind ja meistens ganz nett, weil die rumlaufen. Man dann einfach so machen kann. Boah, diese Markierung auf der Karte nervt mich so krass, ne? Kann ich die bitte wegmachen? Irgendwie? Ja, aber bin ich nicht gerade in der Informanten-Herausforderung? Hä? Ja, warte, ich geh nochmal zu dir. Ich blabber nochmal mit dir. Okay. Oh, lass mich doch durch, ey. Hä? Warum ist das fehlgeschlagen? Er hat mich doch nicht gesehen. Ich wurde doch gar nicht entdeckt. Wo bist du? Aber gut, okay. Dann warte ich halt ein bisschen länger. Ach komm, lass mich doch in Ruhe. Tötet ihn! Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Also irgendwie, diese Woche hätte es echt nicht übertreiben müssen, ne? Ja, ihr hättet euch nicht einmischen sollen, genau. Wäre besser gewesen. Boah, wie viele sind denn jetzt hier auf einmal? Das ist doch mega kacke, weil... die alle im Weg liegen. Die sind jetzt immer noch alle da. Okay, die Mission ist sehr empfindlich bezüglich man scheitert. Aber ist okay, dann machen wir erst den anderen platt. Was ist hier geschehen? Nix. Indem ich mal ein bisschen außen rumlaufe. Müsste das ja rein theoretisch auch gehen, ne? Verflucht den Engel, sie König und sein Heer von Ungläubigen. Lass mich gehen, ich habe nichts verbrochen. Ich kann dir leider gerade nicht helfen. Was? Nein, falsche Waffe, ich krieg die Krise, ey. Du kannst auch gar nichts, ey. Oh. Boah, ist das nervig, ey. Falsche Waffe. Anstatt dass er mit dem Schwert einfach auch umbringen kann. Nein. Es muss unbedingt die versteckte Klinge sein. Ja, komm, hau mich. Da bist du. Der nächste hier, zack. Oh, du willst auch gut. Du kommst jetzt auch hier auf die Klappe. Mir ist egal. Das nervig. Oh. Wie, ihr
komm mir noch einmal in die Quere, ey. Richtig kein Bock, ey. Ja, ich weiß, dass er mich jetzt gesehen hat, das war mir bewusst. Aber ich habe das jetzt extra abgebrochen, weil ich wieder die falsche Waffe ausgerüstet habe, bevor ich ihn wieder mit dem Schwert da aus Versehen berühre. Hab ich da nicht so Bock drauf. Oh, hier sind Wachen. Darf ich das gar nicht machen? Oh, lass mich da durch. Ja, viel mehr. Oh, ich wollte das Schwert nicht ziehen müssen. Noch jemand? Warte, könnt gerne auch noch kommen. Ich. Wer möchte denn hier noch? Du? Oh, also wenn die People da ist, ne, kann ich auch echt nicht die Mission starten. Richtig nervig. Oh. Darf ich jetzt? Danke. Hat ja auch nicht ewig gedauert, warum auch immer die mich jetzt so lange gesucht haben. Oh, ja, du bist echt ein Spaß. Nicht so anzugreifen. So. Ja, ich weiß, ich muss die langsam und unauffällig und ja, bla bla bla. Komm, lass uns durch. Richtige Waffe aussuchen hier. Du bist nervig. Du bist auch so ein Nervenbolzen, ne?